Cora Schumacher, heimlicher Verehrer? Sie ist total verzaubert. Cora Schumacher hatte zuletzt in der Liebe wenig Glück. Aus ihrer angeblichen Liebelei mit Oliver Pocher wurde nichts, stattdessen stellte er sie öffentlich bloß. Doch nun gibt es Neuigkeiten aus dem Liebesleben von Cora Schumacher. Denn sie hat möglicherweise einen heimlichen Verehrer. Den Mann fürs Leben hat Cora noch nicht gefunden. Nach der langjährigen Ehe mit Rennfahrer Ralf Schumacher gingen auch ihre neuen Beziehungen alle in die Brüche. Erst jüngst sorgte ihr angebliches Techtelmechtel mit Oliver Pocher für heftige Schlagzeilen. Während sie behauptet, dass der Comedian für gemeinsame Treffen vorbeigekommen wäre und sie sogar ein bisschen verknallt sei, will er jedoch von der ganzen Sache nichts wissen. Oliver Pocher schoss im Podcast Die Pochers. Frisch recycelt gegen Cora, zwischen mir und Cora gibt es nicht ein einziges Foto oder irgendeine Geschichte oder irgendetwas anderes. Es gibt einfach eine Person, die etwas erzählt, was in ihrer Wahrnehmung so stattgefunden haben soll, und das war's. Ein herber Schlag für Cora Schumacher. Doch nun könnte sich das Blatt für das Model wenden. Denn sie hat einen heimlichen Verehrer. Cora Schumacher, Blumen von einem heimlichen Verehrer? Endlich mal wieder Glück in der Liebe, das wünscht man Cora Schumacher nach den letzten Liebespleiten, die die Ex von Ralf Schumacher durchmachen musste. Doch wird dieser Wunsch nun sogar vielleicht schon wahr? Denn Cora Schumacher verrät nun in ihrer Instagram-Story, dass sie Blumen zugeschickt bekommen hat. Von wem, weiß sie jedoch nicht. Die 47-Jährige erzählt: "Jetzt bin ich aber gespannt. Happy Birthday ist ja schon vorbei. Das sind Blumen. Von wem sind die denn?" Sie mutmaßt schließlich, mit etwas Ironie in der Stimme, habe ich einen heimlichen Verehrer? Nicht undenkbar. Und falls es so sein sollte, hat der heimliche Verehrer ihren Geschmack voll und ganz getroffen. Denn Cora schwärmt von den Blumen gegenüber ihrer Instagram-Community, oh mein Gott, wie schön sind die denn bitte. Bis sie schließlich die Neugierde packt und nach dem Brief greift, der der Blumenlieferung beiliegt. So, jetzt gucke ich da hinten mal, ob ich euch dann verrate, von wem die sind. Das weiß ich noch nicht. Ich muss da jetzt erst einmal reingucken. Seitdem hat sich Cora nicht noch einmal in ihrer Instagram-Story gemeldet. Vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen.